Sie geben mehr für Uhren und Autos aus, DH. Ein normaler Bürger in einem Jahr verdienen, die schweizerischen Kinder. Blick TV war in der Lage, einen exklusiven Blick ins Leben der jungen Reichen zu bekommen. Was hält die Community über das Leben? Ein Fünftel sie lebt ein Leben in Saus und Braus, Valentina Merizzi. Emilie Jürgensen, Editor Society. Es ist ein Leben zwischen Saus und Braus, Uhren für fast 100'000 Franken, Outfits im Wert von monatlicher Miete und Autos, von denen einige nur träumen können und dank den sozialen Medien können alle teilnehmen. Wir sprechen über reiche Kinder. Reiche Nachkommen, die dank des Wohlstands ihrer Eltern im absoluten Luxus leben. Das klingt nach dem Traum alle. Aber für Valentina Merizzi ist dieser Traum eine Realität. Was denkst du über reiche Kinder? Blick TV konnte einen Einblick in das Luxusleben von Merizzi erhalten und sie durch die Boutiquen von Zürich Bahnhofstrasse und die Modestadt Mailand begleitet. Aber es stellt sich die Frage, ist der Lebensstil der extravaganten Art wirklich notwendig? Und was denkt die Community darüber? Was denkst du über reiche Kinder? Möchten sie mit Champagner und Kaviar aufwachsen? Teile ihre Gedanken und ihre Meinung.